Ja, gut, wir müssen jetzt halt nochmal kurz wechseln, weil da ich gestern mein Training gemerkt habe, dass er meine Last ein bisschen zieht. Und dann haben wir diese Sense wieder zurückgeholt, weil die hatte am Anfang, was bei ihr so, dass wir gedacht haben, sie hat gerade ein Virus erkannt und deswegen haben wir damals den Schritt gemacht und haben gesagt, nein, wir nehmen sie nicht mit. Und was hat sie herausgestellt, dass es halt nur ein bisschen über den Magen gegangen ist, der hat dann nämlich kurz erbrochen und dass sie eigentlich jetzt topfit ist oder so, haben wir dann den Wechsel jetzt gemacht, sah wie genau. Und wird dann weiter in die Region versorgt und wir sehen, es kommt dann heute Abend zu uns rüber. Horst, direkt Anschlussfrage und Blick auf das morgige Spiel. Es ist bekannt, du hast einen besonderen Bezug nach Österreich, hast selbst auch schon zu aktiver Zeit gegen Österreich gespielt und auch schon mit der deutschen Frauennationalmannschaft. Wie stellst du die Mannschaft auf das Spiel ein? Aber gut, das hilft mir morgen. Online spiele ich sicherlich nicht, das ist in Österreich war und so weiter. Aber nein, ich habe eine gute Beziehung zu Österreich. Ich habe viele Freunde noch hier, wenn auch einige morgen zu spielen kommen. Nein, wir wissen, dass das kein Selbstgänger ist. Wir wissen auch, die Österreicher, wir haben sie schon gespielt. Ich habe sie damals auch gespielt in Essen. Sie haben sich gerade gut entwickelt. Sie spielen auch in der Gruppe A. Also ich denke mal, wir werden alles morgen reinpacken, um halt die 3 Punkte letztendlich zu behalten. Und ja, ich denke mal und hoffe eigentlich, dass wir morgen wirklich viele Zuschauer haben und dann werden wir, glaube ich, ein interessantes Spiel sehen. Sarah, was nehmt ihr euch als Mannschaft für das erste EM-Quali-Spiel vor? Ja, wir wollen auf jeden Fall die 3 Punkte, wie Horst gesagt hat, bei uns behalten. Selbst das Spiel bestimmen, an das Spiel von Holland anknüpfen, die Art und Weise, wie wir dort gespielt haben. Dass wir den Fußball spielen, den wir spielen können, druckvoll, energisch. Und dass wir einfach genau das Spiel zeigen, was ja, uns ausmacht und vor allem selbst bestimmen, in welche Richtung das Spiel dann geht. Dann gerne Ihre Fragen. Frank Hellmann. Frage nach der Kapitänin. Wir haben jetzt schon gesagt, in der Linkseite auch gewählt. Jetzt in Form von Hündelborn, Julia gewinnt. Da sehen viele auch so, ja, vielleicht sogar Generationenwechsel. Bei neben ihr sitzt eine Spielerin, die ist deutlich älter. Und Katrin Henrich hat deutlich mehr Länderspiele, auch Vertreterin des Dena Oberndorf. Also, was steckt dahinter? Und ist das vielleicht auch tatsächlich so ein Fingerzeig, das macht Gefühle ein bisschen her zu den jüngeren Mädchen? Und wir haben die Frage eben schon selber beantwortet. Ich habe mir gesagt, dass ich die Spielerin fragen werde. Ich habe mit den Spielerinnen gesprochen, auch mit den Älteren natürlich. Und haben dann festgelegt, dass wir uns auf Juni und auch Obi einigen, erstmal auf dieses Spiel. Und nein, ob das jetzt ein Generationswechsel ist oder sonstiges, das was jetzt mal dahingestellt sein. Für mich geht es eigentlich darum, es sind ja beides Mädels, die eigentlich gut in der Spur sind, die auch schon mal Voraussetzungen dafür haben, dieses Amt auszufüllen. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie gesagt haben, meine Eltern, dass wir dann was gesagt haben, ja, das würde passen. Und deswegen haben wir uns dazu erstmal jetzt entschlossen. Ich meine, normalerweise wissen Sie auch, wir haben ja noch eine Kapitänin, wenn die Clara Davis da gewesen wäre, dann wäre es die Kapitänin gewesen, weil sie ja so festgelegt war. Aber dadurch, dass sie jetzt ausfällt, war es halt einfach so, dass wir nachgefragt haben, nachgehakt haben und haben uns jetzt dafür entschieden. Weitere Fragen? Inka Blumsat. Ja, auch Mensch, auch Barbara Dunst und Virginia Kirchberger treffen wirst und wie ist es dann eher so ein bisschen scherzhaft oder wie läuft das bei euch? Ja, wir mussten dann doch in der Kabine schon schmunzeln, als wir die Auslosung gesehen haben und dass wir aufeinandertreffen während des Trainings, wenn dann beispielsweise Barbara Dunst einen Ball im Winkel geknallt hat, sagt sie ja, und das passiert dann auch wegen Deutschland. Also man hat sich im Vorfeld auch schon geneckt, aber gleichzeitig weiß man, glaube ich, auch, dass es ein intensives Duell wird morgen, bei aller Spaßhaftigkeit und ja, der Kommunikation untereinander im Team, werden wir das Ganze dann morgen doch ausblenden, beidseitig, denke ich, um da vollen Fokus auf das Spiel zu legen. Und klar, vorher wurden dann doch schon ein paar Späße gemacht. Marc Heinrich.
Sie beide, das können Sie auch tun, wenn möglich. Wenn man das Spiel Deutschland-Österreich sich daran erinnert, vor 2 Jahren bei der EM, es war ein sehr umkämpftes Spiel, lange auf Messers schneidet. Sie kennen viele Spieler dann aus der Bundesliga. Auf was wird es dann morgen ankommen? Wird man das spielerisch lösen können? Wird das Spiel sein, was für den Kampf entschieden wird? Oder was glauben Sie, was erwartet Sie da morgen? Ja, ich denke beides. Auf der einen Seite wird es sicherlich darum gehen, dass die bis hin körperlich gehen. Das ist für mich nicht so vorbei. Internationalen Fußball und dafür auch in der Bundesliga. Es geht halt über diese körperlichen Dinge, du brauchst Tempo. Und Sarah hat es eben gleich im Anfang gesagt, wir wollen spielbestimmt sein, wir versuchen das von Anfang an in die Hand zu nehmen und zu entscheiden. Und darum wird es halt einfach gehen. Ich denke, das ist ein Österreicher auch versuchen. Auf der anderen Seite ist mir schon klar. Aber ich denke mal, und das haben die letzten Spiele gezeigt, also bei uns auch. Wir haben eine gewisse Sicherheit wieder. Wir haben auch im letzten Spiel in Holland eigentlich von Anfang an klar aufgewiesen, auch wenn es bevor da bei uns jetzt war, dass wir beide Spiele, Frankreich und Holland, auswärts gemacht haben, dass wir auch auswärts von Anfang an diese Spiele selbst in die Hand genommen haben, selbstbestimmt dieses Spiel auch für uns entschieden haben. Eigentlich viel zu spät in Holland. Wir haben erst dazu schon wirklich gute Möglichkeiten gehabt. Und das ist eigentlich auch unser Anspruch und unser Ziel, dass wir das in Zukunft jetzt so beibehalten wollen. Ich glaube, die Mädels haben auch diese Sicherheit und sind auch von dem, was sie da getan haben oder in den Sprüngen zuletzt getan haben, und das hat man jetzt auch dran gesehen, sind auch davon überzeugt und das wird das Entscheidende sein. Christopher Klein. Schon mal eine Frage zu Julia Gwind. Sie hat ja in den letzten Jahren sich zweimal wirklich nach schwerer Verletzung gekämpft. Ist dieses Kampftrainingsamt auch ein bisschen ein Lohn auch dafür? Na gut, man kriegt es ja nicht geschenkt. Letztendlich hat es sich ja auch über die Leistung immer wieder gezeigt, dass sie ein wertvoller Spieler ist in dieser Mannschaft. Und da habe ich einige, das war dazu sagen. Ich habe auch noch Obi, die sich über die letzten Jahre da reingeschickt haben. Ich könnte jetzt Sarah dann auch Kati nehmen oder könnte, glaube ich, noch 4, 5 Spielerinnen auch aufzählen, die für dieses Amt in Frage kommen. Entscheidend ist halt einfach, dass es gemeinsam getragen wird, genommen wird und ich denke, es ist nicht unbedingt entscheidend, ob du eine Binde auf dem Arm hast, aber immer ganz gut, wenn du einen Kapitän hast, der vorweggeht, der vorweggehen kann und hier auch in ihre anderen geht. Und ich denke, Julie ist die Spielerin, die es gezeigt hat. Ach, wir haben es ja eben selber gesagt, wie sie wiedergekommen ist, was sie getan hat, was sie da auch die ganzen Jahre eingebracht hat. Und das sieht man auch in München. Und nein, das ist auch ein Typ, weil ich meine, der in der Mannschaft einen riesen Stellenwert hat, muss man auch dazu sagen. Christina Graf. Hallo. Es ist natürlich die EM-Qualifikation, klar, aber man ist auch auf dem Weg zu dem Turnier Olympia. Der Kader wird klein sein. Merken Sie schon jetzt auch in den ersten Tagen, wenn man wieder zusammen ist, dass da ein bisschen ein anderer Unterschied noch ist? Also ja, vielleicht der ein oder andere noch ehrgeiziger da ist oder noch konzentrierter auf das Unterschied? Und das wird zwangsläufig automatisch kommen. Ey. Weil ich glaube, am ersten Tag habe ich den Mädels eigentlich nochmal so einen Abriss gegeben von den Spielen, wie wir sie zuletzt gemacht haben und worum es jetzt geht. Es wird am Ende darum gehen, dass DFB, Vereine und Spieler zusammen, sage ich jetzt mal, diesen Weg gehen aus dem Anfang, und du bist nachher bei Olympia, wenn du dahin gehst, man Spieler brauchen 18 Spieler, die 6 Spiele stehen müssen. So, das wird schwer genug, das wissen wir. Das heißt also, wir werden halt versuchen, einen Konsens zu finden in dieser Dreiergruppe, dass wir den Spieler top vorbereitet, letztendlich nach Olympia mitnehmen. Auf der anderen Seite, ob das jetzt direkt, sage ich jetzt mal, eine Rolle spielt, glaube ich nicht. Weil wir sind eigentlich so gepolt, sage ich jetzt mal, dass wir, wie gesagt, dann, wir gehen von einem Spiel zum anderen. Wir entscheiden dann letztendlich auch gemeinsam. Und diese 18 müssen sich dann auch zum Schluss herauskristallisieren. Frank Hellmann. Eine Frage nochmal an dich. Du konntest letztes Wochenende, musst du doch noch nicht hören, was der ID-Kommentar mit der Schmelze und ehrlich gesagt hat. Da war ganz viel Mut dabei, oder viel zugefahren worden. Ist das vielleicht tatsächlich sogar eher, soll ich despektierlich sagen, aber je älter, desto besser? Also, tatsächlich, der ist eigentlich ganz stark verformt. Und nur noch mal eine Frage zu den Neulingen, die sie nominiert haben, wie Bernd Fuchs, Sogano, die haben sie jetzt ja im Training gesehen. Sie hat sich mit vielen Worten zu werfen und hoch überschüttet. Hat sie das bestätigt, ist im Training?
Ja, ich denke, das kann man verwenden. Ich meine, wir haben es ja vorher schon gewusst, wir haben sie auch beobachten lassen, haben uns auch ein bisschen schlau gemacht. Ich habe auch noch eine ganz gute Connection nach Spanien. Nein, ich denke mal, ich habe zu Bibi nur gesagt, ich sage, warum hast du das nicht vor ein paar Jahren schon in Frankfurt gemacht? Die hätte jetzt schon früher bei uns spielen können oder dabei sein können. Nein, sie muss sagen, ich bin eigentlich ja, von dem begeistert auch so. Ich glaube, wir sagen, wir bestätigen, wie sie jetzt gekommen ist, wie sie aufgetreten ist, wie sie aufgenommen wurde, auf der anderen Seite, wie sie auch damit umgeht und was sie im Training macht, hat eigentlich Hand und Fuß. Und klar muss das nachher erstmal, wenn sie dann spielt, muss sie es halt dann auch nicht zeigen. Also ich denke mal, es war der richtige Schritt von unserer Seite aus, sie einzuladen und der Rest wird sich dann zeigen. Frage an dich. Ja, erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Ja, ich fühle mich jetzt, in Frankfurt fühle ich mich seit meinem Wechsel wirklich pudelwohl. Ich bekomme sehr viel Vertrauen. Spiel einfach mein Spiel, egal was auf dem Platz passiert, außerhalb vom Trainerteam, von den Spielerinnen, bekomme ich das Vertrauen. Wir scherzen immer, dass ich wie Wein bin. Also je älter ich werde, desto besser wird das Ganze. Aber ich muss wirklich sagen, es liegt einfach hauptsächlich einfach daran, dass ich mich sehr wohl fühle, dass man mir das Vertrauen gibt. Ich keine besonderen Dinge versuche in Frankfurt zu machen und ja, das Vertrauen, was ich bekomme, einfach immer wieder versuche zurückzugeben. Ich habe eine Rolle in Frankfurt, die ich in Wolfsburg nicht hatte, als Führungsspielerin, als Älteste des Teams, und der Rolle ja, möchte ich gerecht werden, die kommt mir entgegen und dementsprechend freut es mich, dass ich ja, in den letzten Wochen ja, ganz ordentlich performe. Mag keines. Nachfrage zu dem, was Sie eben gesagt haben, im Hinblick auf Olympia. Es wird darum gehen, im Einvernehmen mit den Clubs top vorbereitete Spielerinnen zu haben, die dann mit nach Frankreich gehen. Es findet Olympia relativ spät im Sommer statt. Die Saison ist früh fertig. Hat sie Gespräche mit den Clubs schon gegeben? Wie sieht das Sommerprogramm aus? Sie haben noch die Spiele, die Sie hinführend zu Olympia machen müssen. Ich weiß, letztes Jahr hat es auch ein bisschen Trouble gegeben mit dem FC Bayern, was Abstellungsfristen und so angeht. Also haben Sie schon mit den Clubs gesprochen oder wer macht das? Macht das Nia Künzer? Also ich sage schon mal, wir haben mit den Clubs soweit schon gesprochen. Also der Kontakt ist auf jeden Fall da. Wir werden höchstwahrscheinlich bei den Spielen in Aachen uns mit den Clubs auch nochmal zusammensetzen. Und dann ist es ja nachher auch eine Geschichte, wie die Clubs auf der anderen Seite ihre Vorbereitung planen, was sie machen. Wir müssen halt dann versuchen, einfach da einen Konsens zu finden, dass wir da übereinkommen. Hinzu kommt, was auch ganz klar ist, und wir sprechen jetzt einfach von A, was wir DFB-Vereine machen, ist klar. Aber ich denke, und das ist ganz gut, weil ich kenne dieses von der Olympiade damals in Brasilien mit meinen Spielern, die ich damals mit der U21 oder U23 gehabt habe. Es wird darauf ankommen, bin ich Spieler das auch. Weil wir haben auch eine gewisse Eigenverantwortung und da sind wir alle jetzt gefragt, da letztendlich dann, wenn wir da anreisen, alle auf den Punkt fit zu sein und diese Spiele dann eben halt in dieser Form, gehen wir davon aus, am August ist in Frankreich, es wird auch warm sein, jeden zweiten Tag ein Spiel und das 90 Minuten. Am Ende kannst du sogar mit Verlängerung laufen, also da wäre es schon mal ganz gut, wenn du körperlich da keine Defizite hast und sowas durchstellen kannst. Und da wird es auch ankommen am Ende, glaube ich. Weil man hat das, glaube ich, gesehen auch in Australien, und Neuseeland bei der Weltmeisterschaft, was da körperlich abgeleistet worden ist und gemacht worden ist. Und das wird in Frankreich bei der Olympiade jetzt nicht anders sein. Christopher Klein. Das EM-Duell gegen die Österreicherin vor, sagen wir jetzt mittlerweile, ja, anderthalb, ein, dreiviertel Jahren ist angesprochen worden. Könntest du mal aus Spielerperspektive sagen, wie die Österreicherin sich so als Nationalteam weiterentwickelt haben? Es gibt noch Verletzungen. Aber eben gefühlte halbe Karte aus der Bundesliga, wie siehst du die Mannschaft? Ja, die Mannschaft spielt ja schon ganz lange auch so zusammen, haben immer wieder junge Talente, die sie ranführen, aber auch einen Kern, der seit Jahren zusammenspielt, viel Erfahrung aus der Bundesliga, internationale Spiele, die sie mit den Teams bestreiten und auch dieser Team-Spirit, der das österreichische Team auszeichnet, plus diese Komponente, was Horst angesprochen hat, gerade das Körperliche, was die Österreicherin auszeichnet. Wir haben uns schwer getan bei dem EM-Spiel. Da mussten wir wirklich alles reinlegen. Spielerisch war es gut, vor allem sehr körperlich betont. Und ja, in den letzten Jahren, wie gesagt, hat Österreich sich zu einer wirklich guten Mannschaft entwickelt. Es wird
kein Selbstläufer morgen. Dementsprechend wissen wir, dass wir da alles reinlegen müssen. Ich schaue in den Raum. Gibt es weitere Fragen? Dann noch eine Nachfrage von Christopher Klein. Auch für uns Journalisten ist dieses Jahr Starten ja was Neues. Vermutlich für Sie auch. Irgendwie spezielle Gedanken zu dem Stadion, total neu, sieht alles frisch aus, als ob es gestern erst eröffnet worden wäre. Also, ich muss da wieder zurück. Ich hätte da gar nicht, ob es ein Häuser ist. Habe ich eigentlich noch nie interessiert. Geht schon wieder auf, dass der Platz gut ist. Und dass ich Gas geben kann morgen. Das, als Spielerseite jetzt mal auf der anderen Seite. Man, ich finde es toll, Stadion ist gut, kannst halt mehr. Und man, ich hoffe eigentlich nur, dass morgen voll ist. Und dann wäre es ganz schön, Stadion. Und das macht, glaube ich, dann auch Stadion letztendlich aus, wenn es voll ist. Und ich kenne das jetzt in den letzten Jahren. Von Hamburg habe ich jede Woche eine Bundesliga, haben wir fast nur volle Stadien. Macht eigentlich immer mehr Spaß, wenn das Stadion ausverkauft ist, wenn man dann da Fußball spielt. Ja. Als Gastgeber ist es wohl eine Hilfe. Für mich als, ja, als Gast ist es immer ganz gut, wenn du so ein Stadion dann stillstehen kannst. Ich weiß, wenn du die Punkte mitnimmst, dann wird es dann immer ruhiger am Ende. Und das haben wir in Holland gemacht, hat mir ganz gut gefallen. Und ich hoffe, dass wir es morgen auch machen. Dem gibt nichts hinzuzufügen. Dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen im Raum und würde für die letzten Fragen den digitalen Raum eröffnen. Und wir starten mit Jessica Matyschak. Hallo, vielen Dank und Grüße aus Köln. Ich würde ganz gerne noch eine aktuelle Meldung mit aufnehmen. Der VfL Wolfsburg hat heute mitgeteilt, dass Tabea Sellner Mama geworden ist. Und da wollte ich mal eine Frage an Sie, Sarah, stellen, ob es eventuell schon da Gratulationen vom Team gab, ob es da Glückwünsche gab und eine Frage an den Bundestrainer. Der DFB fördert ja auch die Mutterrolle, gerade als Spielerin. Stehen Sie aktuell mit Tabea im Kontakt? Ich denke mal, die Tür für Olympia ist jetzt zu, das wird zu knapp, aber gerade in Hinblick auf 2025 die EM, damit sie sich da auch wieder für bewerben kann. Gibt es da einen Plan mit ihr? Erstmal an der Stelle sind das natürlich wundervolle Nachrichten, dass Tabea jetzt Mama geworden ist, dass der kleine Mann munter auf der Welt ist. Deswegen hoffe ich, dass es allen Beteiligten erstmal soweit gut geht. Und natürlich gab es dann auch schon Glückwünsche in die Richtung. Das ist immer was Schönes. Ich glaube, man hat dann auch sehnsüchtig darauf gewartet, wann ist es denn soweit? Und dann gab es definitiv auch schon Glückwünsche. Also von meiner Seite auch Glückwünsche nochmal von hier aus. Ob das jetzt 25 dann nochmal in Frage kommt, das da wir ja mitentscheiden müssen. Das kann ich heute schlecht entscheiden. Und wie Sie alle wissen, nach Olympia wird dann Christian Glück das Amt übernehmen und dann müssen wir halt mit ihm Fragen und Antworten geben oder was weiß ich, dass, ob der Wehr dann noch in Frage kommt. Das weiß ich natürlich nicht, aber wie gesagt, nein. Wir alle wissen, wir haben dann mit Sven Hut auch eine Mama dabei gehabt, wo das Baby auch mitgenommen hat. Also wir stehen der Sache offen gegenüber. Und nochmal von meiner Seite aus Glückwunsch an der Wehr und ich hoffe, man. So wie Sarah ja auch gesagt hat, dass alles gesund und munter ist und dass sie viel Spaß damit haben. Das ist doch ein sehr schönes, positives, abschließendes Thema. Und dann würde ich sagen, schließen wir mit diesen schönen Glückwünschen an Tabea Sellner. Ganz liebe Grüße auch hier aus Linz. Und wir freuen uns natürlich auch riesig auf das Spiel morgen. Schön, dass ihr hier mit vor Ort seid und schön, dass ihr auch von zu Hause das Spiel verfolgen werdet. Insofern ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss.